Querfeldein, Querfeldein. Alle Themen rund ums Rad. Herzlich willkommen zu Querfeldein, eine weitere Folge. Und heute wird es besonders schön, weil die heutige Folge wahrscheinlich auch besonders spannend heißt Gesundheit und Klimakleber. Ein Rad für alle. Und ich freue mich sehr, Frau Dr. Melanie Förder begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind. Und Jan Schneidewind, alter Bekannter, Marketingchef bei Little John Bikes. Hallo Jan. Hallo, seid gegrüßt. Ja, mein Name ist André Harz, Fahrradfahrer, Fahrradfan und Fahrradregelmäßig Nutzer. Ja, Gesundheit und Klimakleber. Ein Rad für alle. Wir können das D im Rad vielleicht auch mit einem T ersetzen. Das wird sich herausstellen, so im Verlauf des Gesprächs, was das auch mit den Klimaklebern auf sich hat. Frau Dr. Förder, schon mal ganz am Anfang, bitte nicht schnüffeln, bitte auch den Klebstoff nicht irgendwie zu sich nehmen. Das ist schon mal so der erste Rat, den wir geben können, ja, liebe Klimakleber. Das bekommen wir hin. Sie sind Ärztin, niedergelassen oder an einer Klinik? Erzählen Sie mal bitte. Also ich bin niedergelassene Chirurgin in eigener Praxis. Also ich bin Allgemeinchirurgin und Unfallchirurgin. Mhm. Ich habe die Praxis in Radebeul zusammen mit zwei Kollegen, mit dem Dr. Senf und dem Dr. Reichel zusammen. Und wir behandeln da alle Arten von Unfällen, auch Arbeitsunfälle, und sehen so das ganze Spektrum, was so passieren kann oder wo die Leute Beschwerden haben. Ja, wieso Chirurgin? War das immer schon so der spezielle Wunsch oder? Ja, das war schon immer der Wunsch. Es wurde mir immer versucht auszureden, so nach dem Motto, als Frau in die Chirurgie, das passt doch nicht. Und du musst doch mal an die Familie denken, die du vielleicht mal haben wirst. Aber ich, wieso passt das nicht? Weil das so, man so muss schwer? Man muss schon viel arbeiten. Also die 80-Stunden-Wochen in der großen Klinik, das ist schon ordentlich, das haut schon rein. Die Nächte. Ja. Ich habe noch die 36-Stunden-Dienste erlebt, die jetzt 24-Stunden-Dienste sind. Aber das ist, wenn das dicht getaktet ist, man ist schon fertig. Mhm. Also man will eigentlich nur nach Hause und schlafen. Ja, also ist es die Chirurgie trotzdem geworden. Ja. Und nebenbei, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen, gibt es ja dann auch noch Ihre Tätigkeit für die AOK Plus. Genau. Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ja. Also die AOK hat sich ja vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, vor vielen Jahren, und wollte sich den Herausforderungen und Veränderungen im Gesundheitswesen stellen. Es gab ja auch großen Handlungsdruck, der besteht jetzt immer noch. Mhm. Und die haben jemanden gesucht, der so ein bisschen Erfahrung hat in Praxis und Klinik. Und da kam ich dann ins Spiel und bin damit eingestiegen. Mhm. Ja, und was macht man dann so als Arzt bei der AOK? Da berät man zu strukturellen Veränderungen, Klinikpraxis. Wir wollen ja in Zukunft mehr ambulante Angebote an den Kliniken. Ne? Dann geht es auch um den ländlichen Raum. Was kann man da verändern, dass mehr medizinische Versorgung da ist? Geht auch teilweise um Teilnahme an Studien. Da wird auch ein bisschen Beratung gebraucht. Und großes Thema natürlich fehlende Ärzte, besonders auf dem Land, in der Allgemeinmedizin. Es geht jetzt auch weiter mit Augenärzten und so weiter. Und Medizinstudenten, dass es mehr werden. Es gibt diesen neuen Modellstudiengang in Chemnitz zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Es etablieren sich Weiterbildungsverbünde und so. Und da versucht die AOK schon auch zu unterstützen. Und dann ist natürlich gut, wenn die jemanden haben, der da ein bisschen sich auch in der Materie auskennt und ein bisschen auch in der Praxis steht und vernetzen kann. Und eben wahrscheinlich auch ganz großes Thema Prävention, weil als Krankenkasse will man natürlich oder ist man natürlich bestrebt, dass so wenig Menschen wie irgend möglich überhaupt erst krank werden. Ja, das wäre schon schön, wenn gar nicht erst alle krank werden würden. Ne? Nennt sich auch Gesundheitskasse, die AOK. Eben. Jan Schneidewind als Marketingchef. Ja, alle Hände voll zu tun, gerade jetzt im Frühjahr. Ja. Die Saison ist gestartet und ich kann mir vorstellen, bei euch brennt, ich hoffe im positiven Sinne, die Hütte. Ja, natürlich, im Frühjahr geht es immer los. Die Leute wollen raus, die Leute wollen Radfahren. Dieses Jahr ist so die Wetterlage noch nicht ganz so optimal fürs Radfahren. Wir warten noch so auf die ersten richtig warmen Tage. Der März war dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr relativ kalt. Wir analysieren das ja immer und ja, da stellt man schon fest, die Wetterlage schlägt sich auch so ein bisschen auf die Kauflaune nieder. Mhm. Aber wir sind uns sicher und hoffen jetzt, nach Ostern geht das dann richtig los. Die Leute haben dann Lust auf Radfahren und wollen dann sozusagen sich draußen bewegen. Also wir sind zuversichtlich, das Rad wird auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder kräftig ins Rollen kommen. Mhm. Apropos Rad, Melanie Förder, was fahren Sie für ein Rad? Fahren Sie Fahrrad? Ja, natürlich. Ja. Also ich habe ein normales Fahrrad und ich habe ein E-Bike. Das E-Bike habe ich seit einem Kreuzbandriss. Mhm. Damit ich wieder in die Gänge kam, habe ich das gebraucht. Das ist aber nicht beim Fahrradfahren passiert, hoffe ich. Nein, das ist aber beim Skifahren. Beim Skifahren. Gut. Okay. Ja, was fährst du? Ja, oh, bei mir dauert das ein bisschen länger. Ich habe, glaube ich, 4 Rennräder habe ich. Also für jede Wetterlage eins. Und dann fahre ich tatsächlich auch mittlerweile ein E-Trekkingrad. Also wenn es dann ein bisschen gemütlicher ist, mit der Familie am Wochenende mal auf Tour geht, dass ich meiner Frau auch nicht ständig wegfahre, dass wir so auf einem Level sind. Und da ist das kompatibler, weil sie fährt ja auch ein E-Bike. Und da habe ich mich letztes Jahr dann für ein schönes Trekking-E-Bike entschieden. Und ich bereue es jetzt nicht, dass ich das habe. Und macht auch Spaß, damit zu fahren. Jetzt steigen wir mal so ein bisschen ein in das Thema Gesundheit, in das
Thema Prävention, in das Thema Fahrradfahren. Das hängt ja nun wirklich unmittelbar damit zusammen. Wir unterstützen ja gemeinsam die Aktion mit dem Rad zur Arbeit. Ja, eine Aktion der AOK, der AOK Plus in Mitteldeutschland natürlich auch. Zuerst mal die Frage an die Ärztin. Warum ist Radfahren grundsätzlich für Menschen jeden Alters so gesund und so empfehlenswert? Also es ist natürlich die einfache Möglichkeit, sich körperlich zu betätigen mit einer geringen Belastung. Kann man ganz leicht in den Alltag integrieren und man senkt durch dieses tägliche zur Arbeit fahren ganz leicht die Risiken für Herzerkrankungen, für erhöhten Blutdruck, für Adipositas, für Schlaganfälle und auch für psychische Gesundheit ist es eine gute Sache. Ne? Man weiß, dass durch moderate körperliche Aktivität das Risiko auch sinkt für Depressionen, für Angstzustände. Ja, das sind so die Sachen, die weiß eigentlich auch jeder. Ja, ne? Eigentlich, ja. Als Unfallchirurgin muss ich natürlich wieder auf den Helm hinweisen und auf die Sicherheit. Und mir fallen immer wieder so ältere Fahrradfahrer auf, Rentner, die ohne Helm fahren, weil sie das schon immer so machen. Mhm. Und die fallen natürlich auch mal hin und die haben dann ordentliche Kopfverletzungen. Das sollte man nicht vergessen. Ja, ja. Ich habe das im Bekanntenkreis mal erlebt, ohne Helm, also wirklich eine komplizierte Schädelfraktur. Das sah nicht gut aus. Alles wieder gut geworden bei der Dame, bei der Claudia. Schöne Grüße von ihr aus. Aber wirklich... Helm ist ganz wichtig. Wenn Sie mal vor der Uniklinik stehen, dann da schauen, wenn die Neurochirurgen da einlaufen mit dem Fahrrad, die tragen alle Helm. Die wissen warum. Sehr, ja. Mhm. Wie regelmäßig fahren Sie? Also ich versuche im Sommer viel mit dem Fahrrad bis nach Radebeul rauszufahren von Dresden aus. Ja. Ich bin allerdings ein Schönwetterfahrer, ich gebe es zu. Das heißt, mit dem Rad zur Arbeit ist jetzt nicht so das Momentan Thema. Ist es wirklich noch kalt. Ja, also ich fahre schon auch gerne, wenn dann der Nebel so an der Elbe hochsteigt. Das ist so schön. Aber dieses Jahr habe ich es noch nicht geschafft. Aber nach den Ferien, denke ich, geht's los. Ich weiß nicht, ob die Frau Dr. Förder das bestätigen kann, aber weil wir gerade bei schönem Wetter sind, also ich merke das selber bei mir, ich bin ja mittlerweile auch ein Schönwetterfahrer. So ganz die harten Einheiten bei Regen und bei Schnee, das mache ich auch nicht mehr. Und ich habe das tatsächlich beobachtet, im Sommer bin ich eigentlich fast nie krank, weil ich viel auf dem Fahrrad bin. Man sieht das dann auch bei mir auf dem Oberarm, da gibt es dann den berühmten Radfahrerstreifen. Ja, genau. Der Unterarm dann so braun, ja. Also man kriegt auf Deutsch gesagt viel Vitamin D ab. Und im Winter bin ich dann doch immer ein bisschen ein infektanfälliger. Also das Thema Licht und Sonne spielt bestimmt auch ein bisschen mit in den gesundheitlichen Faktor mit ein, oder? Das ist bestimmt möglich. Also auch Abhärtung, denke ich. Ne? Ja, also einfach die Temperaturunterschiede spielen eine Rolle. Ja. Also so eine Arztpraxis härtet aber auch ab. Also ich bin im Winter viel drin, aber ich glaube, durch die vielen Kontakte mit den Patienten bin ich auch selten krank. Also das ist sehr schön, dass ihr so viele Argumente findet, weil ich darf voller Stolz berichten, dass ich in diesem Jahr Schirmherr dieser Aktion mit dem Rad zur Arbeit sein darf. Die Aktion der AOK Plus. Macht das auch mit einem Kollegen. Ich habe einen Kollegen im Radio, Michael Klein, der sitzt in Nordrhein-Westfalen. Der sagt bei uns das Wetter an, ist ein Meteorologe. Und wir betteln uns jetzt gerade so ein bisschen, wer regelmäßiger mit dem Rad zur Arbeit fährt, wer da mehr Kilometer schafft. Vielleicht nochmal die Frage an Jan. Ich denke, das ist ja für euch eine ganz wichtige Klientel. Ja, so Berufspendler, die wirklich, sagen wir mal so zwischen April und September oder Oktober sagen, ich lasse das Auto stehen. Ich meine, es gibt ja so viele Gründe. Ich meine, jetzt gerade auch bei den Spritpreisen, man spart ja auch eine Menge Kohle und man spart sich Stress, wenn man das mit dem Fahrrad irgendwie verknüpft. Und ja, eigentlich muss man, wenn man normale Anfahrtswege hat, also jetzt nicht wie die Melanie Förder, dass man da jetzt 20, 30 Kilometer fahren muss, wenn man jetzt so bei 10 Kilometer ist oder so, ist das ja auch vom Zeitaufwand überschaubar, dass man ja oft mit dem Fahrrad sogar schneller arbeitet als mit dem Auto. Aber nochmal zurück zu den Berufspendlern. Ich glaube, das ist für euch eine ganz wichtige Klientel. Ja, wir haben ja durch unser Filialnetz, wir haben 60 Filialen mittlerweile. Mhm. Also wir haben Filialen in ländlichen Gebieten, wir haben aber auch Filialen gerade in Großstädten. In Berlin alleine sind 7 Filialen und gerade in solchen großen Ballungsgebieten stellt man schon fest, dass wir da viele, viele Berufspendler in der Zielgruppe haben. Und warum ist das so? Na klar, also in Berlin, glaube ich, ist die aktuelle Durchschnittsgeschwindigkeit, wenn man sich mit dem Auto dort im Stadtverkehr bewegt, weit unter 20 km/h. Und da braucht man jetzt nicht irgendwie ein Insider sein, um festzustellen, dass man mit dem Fahrrad da auf jeden Fall schneller sein kann. Und hinzu kommt ja also auch noch dann das Thema Entspannung bzw. Stress. Ja, also wenn ich im Auto sitze, ständig irgendwie von Stau zu Stau fahre oder andere Konfliktsituationen in solchen engen Verkehrsräumen erlebe, dann glaube ich, ist es einfach wahrscheinlich ein bisschen auch entspannter für den Kopf und für die Seele, wenn man am Stau vorbeifahren kann, wenn man dabei noch frische Luft einatmet, wenn man seinen Körper bewegt. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor. Und wir merken das halt ganz klar auch in unserer Kundenstruktur, an dem Servicebedarf in den Werkstätten, dass auch im Winter gefahren wird. Das muss man auch an der Stelle sagen. Also gerade in den Großstädten sind unsere Werkstätten das ganze Jahr über voll ausgelastet, weil die Leute halt wirklich auch bei Wind und Wetter tatsächlich das Fahrrad als Mobilitätsfaktor in der Stadt nutzen, weil das Auto da eine mittlerweile
ja, ein bisschen ins Hintertreffen gekommen ist, wenn man das so formulieren kann. Und man sagt ja auch nicht umsonst, time is money. Und wenn man jetzt, was ich gerade gesagt habe, mit diesen 20 km/h, wenn man viel Zeit braucht, um A, überhaupt mal in der Stadt von A nach B zu kommen, und dann muss ich ja noch einen Parkplatz finden. Wir wissen das alle, wie schwierig das teilweise hier in Dresden ist, einen Parkplatz zu finden, wenn man mal in die Innenstadt muss. Da bin ich mit dem Fahrrad auch einfach da ein bisschen viel schneller und unkomplizierter unterwegs und spart am Ende halt wirklich Zeit ein. Und ja, das ist halt auch so ein Faktor, warum gerade in den Großstädten viele, viele Menschen mittlerweile tatsächlich ihr Fahrrad auch im Alltag mit einsetzen. Ja. Und man kommt ja auch viel besser an den Klimaklebern vorbei mit dem Fahrrad. Ja, ja. Was passiert. Ist es euch schon mal passiert, Klimakleber? Nein, zum Glück noch nicht. Also in Dresden haben die jetzt auch schon ein paar Aktionen gestartet und das hört man ja dann immer in den Nachrichten. Ich warte auch drauf, bis mir das irgendwann mal passiert. Ich unvorbereitet dann im Stau stehe, 2-3 Stunden. Und auch da ist natürlich dann das Fahrrad eine entspannte Lösung. Ja, also ich meine, ich hänge da nicht im Stau fest, kann dann mit dem Lachen vorbeifahren, weil ich nicht aufgehalten werde. Auf der anderen Seite brauche ich auch noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben, weil ich ja der Umwelt trotzdem was Gutes tue. Aber Fahrradfahren ist, glaube ich, das können wir festhalten, ein bisschen sozial kompatibler für den Umweltschutz, als wenn ich mich da auf die Straße klebe, ja. Ich habe da immer ein bisschen Angst, wenn man sich so die Videos anguckt in den sozialen Netzwerken, ja, wie dann die Autofahrer zum Teil mit den Klimaklebern umgehen, dass dann wirklich ein Chirurg gebraucht wird anschließend. Ja, aber da kommen schon Aggressionen hoch. Also schon, ich kann mir schon vorstellen, wenn man auf dem Weg zum Flughafen ist, man verpasst sein Flugzeug, oder ne, das ist ja irre. Ich weiß auch nicht, warum muss man die immer abmachen? Kann man die nicht kleben lassen manchmal so? Ja, die Forderung steht ja auch im Raum. Gab es ja zum Teil auch schon, ja, als sie sich, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war in Wolfsburg irgendwie bei Porsche oder so, haben sie sich dort in so einem Vorführer, also ich weiß nicht, also in so einem Showroom irgendwie festgeklebt. Und da haben die einfach das Licht ausgemacht, die Heizung abgedreht und gesagt, so, sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. Und da haben die sich. Im Moment ist ja noch recht kalt. Ich meine, das macht dann, glaube ich, auch nicht Spaß, wenn du dann 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden oder noch länger auf so einem kalten Asphalt klebst, ja. Aber wie gesagt, so dieser Stress beziehungsweise dieses Frustpotenzial beim Autofahren, gerade so im Berufsverkehr, ich glaube, das ist schon eine Größe, die man auch durchaus beachten sollte und die sich wahrscheinlich auch negativ auf die Gesundheit auswirkt, oder? Ja, sicherlich. Da steckt der Blutdruck, das kann sich jeder vorstellen, ne? Wenn man da feststeckt, egal warum, ob Klimakleber oder rote Ampel mit Stau dahinter. Und Feinstaub spielt natürlich auch häufig eine Rolle, ne? Gerade auch so, wenn man an solchen großen Straßen wohnt, da kommt natürlich immer viel Dreck nach oben und wird aufgewirbelt. Da wäre es natürlich schön, theoretisch, wenn alle Fahrrad fahren würden, was natürlich auch nicht geht. Das ist ja Illusion, dass alles mit dem Fahrrad transportiert wird. So ein paar andere Sachen braucht man schon noch. Die Leute sind immer mehr unter Zeitdruck und wollen schnell zum Ziel. Also insgesamt für Blutdruck und Kreislauf ist das nicht so gut. Ich denke schon, Fahrradfahren ist gut zum Stressabbau. Wenn es auch an der frischen Luft und der frischen Natur wäre, wäre es natürlich noch schöner. Schön wäre auch, wenn alle Radwege schön funktionieren würden. Oh ja, auch das Radnetz könnte in Dresden auch noch verbessern werden, glaube ich. Überall, denke ich. Ja. Wir sind ja Podcast für überall. Also ich glaube, das trifft auf die meisten Regionen und Städte zu. Haben viele Regionen Nachholbedarf, ich denke schon. Wollen ja nicht alle an der Elbe langfahren. Also es gibt viele gute Gründe, eigentlich nur gute Gründe, um umzusteigen aufs Fahrrad. Lassen wir jetzt den Fahrradexperten nochmal sprechen. Jan, was würdest du denn empfehlen für alle, die sich jetzt von uns inspiriert fühlen und sagen, ja, Mensch, klar, das mache ich jetzt. Brauche ich nur noch ein richtiges Rad dafür. Das könnte jetzt auch eine persönliche Beratung sein für Melanie Förder, mit oder ohne E? Ja, das ist ja im Moment die wichtigste Frage, die man sich stellt, weil der E-Bike-Boom, der ist ja nicht mehr aufzuhalten. Wir haben das ja auch schon mal thematisiert. Und ja, diese Frage mit oder ohne E, also ich würde das gar nicht immer nach dem Alter oder gar überhaupt nicht nach dem Alter sozusagen festmachen, sondern ich würde da von der eigenen Nutzung ausgehen. Und wenn ich jetzt beispielsweise ein sehr spezialisierter Fahrradfahrer bin, also wirklich Wettkämpfe mache oder mich im Training mit speziellen Zielen auf was vorbereite, dann kommt sicherlich für mich ein Fahrrad in Frage, was für diesen speziellen Bedarf sozusagen das Beste ist. Also zum Beispiel ein Rennrad oder eben Mountainbike. Aber wir reden ja heute hier auch gerade darüber, wie wir so ein Fahrrad in so eine Alltagssituation integrieren. Mit dem Rad zur Arbeit war eine Überschrift. Und da bietet sich das E-Bike tatsächlich etwas besser an als so ein reines Spezialrad, weil ich mit dem E-Bike auf Deutsch gesagt viel mehr Möglichkeiten habe, eine breitere Nutzung. Und selbst für einen Sportler, selbst so jemand wie mich, der durchtrainiert ist, aber beispielsweise das Fahrrad nutzen will, um auf Arbeit zu fahren, der kann halt ohne zu schwitzen tatsächlich schnell durch den Stadtverkehr fahren, einen Anzug sogar noch anhaben, eine Krawatte, wenn es sein muss, je nachdem, wo man arbeitet, und kommt halt wirklich einigermaßen entspannt auf Arbeit an, ohne Schweißflecken unterm Arm zu haben, und kann dann sich an den Schreibtisch setzen, ohne erstmal duschen zu müssen. Also das ist halt wirklich so ein Thema, wo man sich einfach über die Nutzung reindrehen muss, und das Beispiel verdeutlicht einfach mal, dass es selbst für einen Menschen in Frage kommt, der eigentlich rein sportiv unterwegs ist. Und heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, dass man das so eindimensional beantworten muss,
E oder nicht, sondern der Trend geht ja mittlerweile zum Zweit- oder wie bei mir zum Sechstrad, ja. Und deswegen kann man ja für jedes Rad oder für jede Situation auch das passende Rad haben. Ich habe ja auch ein E-Bike, habe ich ja schon gesagt. Und für den Alltagsgebrauch, das kann man festhalten, für jemanden, der nicht spezialisiert ist, ist tatsächlich die Option E-Bike eine relevante. Und wer das nochmal im Detail genauer nachhören will, da hatten wir ja schon mal einen Podcast dazu gemacht. Da weise ich nochmal auf die Folge 3 hin. Da kann man gerne nochmal reinhören und da tun wir das ja nochmal ausführlich erklären und thematisieren, warum das der Fall ist. Weil eben auch die Hemmschwelle wirklich sinkt, ja? Wenn man jetzt einen 20 Kilometer Fahrtweg hat oder hätte, jetzt ja, einfach mal jetzt rein hypothetisch, dann tut man sich vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, oh, morgens um 6, halb 7, um 7, selbst im Sommer, ah, das ist mir zu anstrengend jetzt mit dem klassischen Fahrrad, aber mit dem E-Bike ist vielleicht die Hemmschwelle auch psychologisch so niedrig, dass man sagt, ach komm, das schafft man. Ja. Das ist auch ein Argument. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auch wenn man an den Gegenwind an der Elbe zum Beispiel denkt. Also es gibt ja Regionen, wo man weiß, wenn man in die eine Richtung fährt, ist es immer Gegenwind. Gut, dass ich sagen, wir sind ja mit E-Bike schon an der Ostsee gewesen. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Ne? Also wenn man da so unterwegs denkt, Ostsee, keine Berge. Ne? Ja. Aber da war es auch über viele Strecken oder lange Strecken gut, dass man ein E-Bike hat. Definitiv. Genau. Damals. Hier, was ich noch ganz kurz anreißen wollte, Thema Dienstrad, weil wir jetzt nur auf dem Weg zur Arbeit, auch da haben wir immer wieder schon drüber gesprochen, hier in dem Podcast bei Querfeldein. Aber das ist nach wie vor aktuell. Und nach wie vor eigentlich der beste Weg, um mobil zu sein, also fahrradmobil zu sein auf dem Weg zur Arbeit, von und zur Arbeit. Ja, also das Thema Dienstrad wird immer aktueller, weil mittlerweile auch viele Firmen auf den Trichter kommen und feststellen, wir können unseren Mitarbeitern was Gutes tun, indem wir sie unterstützen, indem wir das Dienstradkonzept bei uns im Unternehmen zur Umsetzung bringen. Und das bringt ja auch viele steuerliche Vorteile mit sich, für den Arbeitgeber, aber auch für den Arbeitnehmer. Und für den Arbeitnehmer ist es halt der Vorteil, wenn wir jetzt über so ein E-Bike sprechen, das wissen wir alle, die Durchschnittspreise, die bewegen sich da mittlerweile für ein vernünftiges Fahrrad aus dem Fachhandel mit einer entsprechenden Serviceleistung noch hinten dran ab 2.500 Euro aufwärts. Und das muss man erstmal im Anschaffungspreis abbilden können. Ja, und da bietet mir halt das Thema Dienstrad viele Möglichkeiten, als Arbeitnehmer oder als Nutzer, das für mich gangbar abzubilden, indem ich das halt über diese 36 Monate Leasingraten, sag ich mal, so abstottern kann oder so bedienen kann, dass es für mich jetzt nicht irgendwie finanziell einen großen Schlag gibt. Und deshalb ist halt wirklich von der Tatsache heraus schon auf jeden Fall eine gangbare Option, die man da nochmal mit erwähnen muss, wenn man sich jetzt damit beschäftigt, sich ein neues Fahrrad, sich ein neues hochwertiges E-Bike anzuschaffen, dass man seinen Chef auf jeden Fall, wenn es noch nicht in der Firma vorhanden ist, mal auf das Thema Dienstrad ansprechen sollte. Und wenn da Bedarf besteht, dann stehen wir natürlich als Fachhändler, der dort eine Expertise mit sich bringt, auch eine entsprechende Beratungsleistung dann realisieren kann für die jeweilige Firma, stehen wir natürlich dann gern zur Stelle. Ich würde gerne nochmal zurück auf den gesundheitlichen Aspekt kommen. Frau Dr. Melanie Förder, gibt ja viele Menschen, die irgendwie Zipperlein haben und sagen, ach, da zieht es hier und Rücken und so Volkskrankheiten, was man eben so alles kennt und was wir alle so kennen. Wie ist das? Ist es da manchmal nicht besser zu sagen, beweg dich trotzdem, weil gerade das am besten hilft? Genau so ist es. In den meisten Fällen ist die Bewegung besser, gerade bei Rückenschmerzen. Da sagt man ja auch, sich auf die Couch legen ist nicht gut, da wird es nur noch schlimmer. Klar ist jetzt vielleicht Fahrradfahren im ersten Moment, wenn es richtig doll wehtut, auch nicht das Richtige, aber auf jeden Fall bewegen und dann auch relativ schnell wieder Fahrradfahren. Und das ist jetzt nicht nur für den Blutdruck gut, um den zu senken, sondern generell für alle Krankheiten. Auch wenn man jetzt zum Beispiel am Knie was hat, ist natürlich Fahrradfahren besser als Joggen, weil die Belastung ja geringer ist. Ne? Oder auch am Knöchel oder wie auch immer. Und selbst nach Verletzungen, man kommt schneller wieder rein, wenn man erstmal wieder Fahrrad fährt. Ne? Auch die Kniebeugung wird ja da ein bisschen gefördert, dass man braucht eine gewisse Beugung, überhaupt mit dem Fahrrad treten zu können. Also von daher Fahrradfahren und generell Bewegung ist immer gut, egal bei welchem Leiden, kann man eigentlich fast sagen. Also dieses Ruhigstellen und Ruhigliegen ist meistens kontraproduktiv. Ja, wir haben ja hier einen Patienten in der Runde. Also ihr seid ja jetzt etwa ein Alter, so um die 40, Ende 30. Aber du hattest trotzdem schon Jahre mit der Bandscheibe zu tun. Ja. Und gerade letztes Jahr, kurz bevor wir über die Alpen gefahren sind, hat es dich echt erwischt. Da hat es mich erwischt, außer Kalten. Ich weiß bis heute noch nicht so richtig, was der auslösende Faktor war. Die Ärzte oder mein Freund, der Neurologe ist, hat mir dann erklärt, war eine Überspannung im System und irgendwann hat das mal nachgegeben bei einer entsprechenden, wahrscheinlich ungünstigen Bewegung. Und von heute auf morgen habe ich mich gefühlt wie ein Rentner. Also ich konnte mich kaum noch bewegen, bin früh nicht mehr aus dem Bett gekommen, konnte mir nicht die Schuhe zubinden. Also das waren Schmerzen, die waren teilweise unerträglich, waren teilweise auch nur mit Schmerzmedikamenten zu überstehen. Und da merkt man mal, was so eine kleine Stelle am Körper dann am Ende irgendwie auslösen kann, wenn er so eine Bandscheibe, wenn das dann, da tritt ja dann Gewebe hervor und drückt dann hinten auf den Nerv. Das habe ich mir alles dann auch in den MRT-Bildern zeigen und erklären lassen. Es hat bis ins Bein runtergezogen. Also es war sehr, sehr, hart, im relativ jungen Alter sowas zu haben. Aber auch da muss ich sagen, hat mir das
dann irgendwann, wo ich es wieder konnte, ja, also nach 8 Wochen, sage ich jetzt mal, hat mir das Thema Fahrradfahren tatsächlich geholfen, um wieder zurück in den Alltag zu finden. Und habe natürlich auch klein angefangen. Ich habe ein E-Bike dann genommen, habe mit der maximalen Unterstützungsstufe gearbeitet, dass ich diese großen Belastungen nicht sozusagen habe beim Anfahren oder wenn es mal bergauf ging, dass der Rücken auch entlastet wird, weil ich habe festgestellt, wie unglaublich stark die Rückenmuskulatur beim Radfahren arbeitet. Also das hätte ich vorher gar nicht so gedacht, das habe ich nie wahrgenommen. Aber wenn man mal so ein Problem im System hat, dann stellt man fest, wie der ganze Körper eigentlich beim Radfahren arbeitet. Und wahrscheinlich ist deshalb auch ein Grund, warum Radfahren auf der einen Seite so gesund ist, weil wahrscheinlich der gesamte Bewegungsapparat mit beansprucht wird. Aber wenn man halt ein Wehwehchen hat, dann muss man halt auch schauen, dass man damit eben so umgehen kann, dass man dann trotzdem irgendwie noch mobil sein kann. Und da hat mir, wie gesagt, das E-Bike sehr geholfen, um da sukzessive peu à peu wieder zurück zum alten Level zu finden. Und im Mai, glaube ich, war ja dann unsere Alpentour, Ende Mai. Und ich habe es geschafft, dank des E-Bikes, mit der Unterstützung des E-Bikes, bei der Tour war ich auch mit dem E-Bike dann unterwegs, dann tatsächlich, das glaube ich 800 Kilometer oder so waren das, dass wir die Tour dann gerockt haben und dass ich ins Ziel gekommen bin und bis nach Venedig durchfahren konnte. Das war aber auch mental, ja, ne, weil wir eine nette Truppe waren und so. Aber du hast praktisch die Schmerzen rausbewegt. Ja. Sowas gibt es wirklich, ja? Ja, das gibt's schon. Ja, vielleicht anderer Tipp, mir ist gerade noch was eingefallen, zu denen, weil ich ja viele Hände in der Praxis immer sehe, die so mit Beschwerden, Karpaltunnelsyndrom, einschlafende Finger und Schnappfinger und so, die kommen als erstes immer, mir schlafen die Finger beim Fahrradfahren ein. Also auch da kann man ja ein bisschen andere Polsterung nehmen, beziehungsweise die Griffe verändern, oder? Und man kann Gel-Handschuhe, die so vorne Polster dran haben, nehmen. Wenn es dann gar nicht mehr geht, natürlich, klar, dann kommen sie zum Chirurgen. Ja. Aber ich denke, da kann man auch eine Weile was machen, dass es erstmal noch ein bisschen geht. Aber das sind so mal die ersten Symptome. Und dann heißt es vielleicht auch, man kann nicht Fahrrad fahren. Aber ich denke, da kann man ein bisschen was verändern am Fahrrad, dass es dann doch geht. Das ist wieder ein Argument für den Fachhändler, also für die Filialen von Little John Bikes. Ich werbe gerne dafür, weil ein gut eingestelltes Fahrrad kann da schon ganz viel vermeiden. Ja? Also auf jeden Fall, so. Also da hat die Frau Dr. Förder gerade eine Steilvorlage gegeben. Das ist ganz wichtig. Also wenn man jetzt das richtige Fahrrad gefunden hat oder E-Bike, dann ist natürlich auch wichtig, dass ich ergonomisch sehr gut darauf sitze. Und wir sagen immer als Fachhändler, es gibt 3 neuralgische Kontaktpunkte mit dem Rad. Das ist ganz klar das Thema Lenker, also da, wo ich greife. Dann ist es das Thema Sitzen, der Sattel und natürlich auch tatsächlich auch dann und die Pedale unten, die Fußstellung. Weil auch da kann man einiges falsch machen. Und diese 3 Kontaktpunkte, die schauen wir uns im Speziellen an. Wir bieten da auch unseren Kunden und Kundinnen eine Ergonomieberatung an, gehen dann rein, machen richtig Analysen, gucken anhand von Schablonen, wie die Beschaffenheit ist, die Struktur der Hand, weil es ja jeder Mensch unterschiedlich gebaut und finden dann daraufhin sozusagen die passende Lösung für die 3 Kontaktpunkte. Also wenn ich beim Lenker bin, dass ich eben genau diese Karpaltunnelgeschichte berücksichtige, dass mir eben nicht nach 20, 30, 40 Kilometern die Hände einschlafen. Ich habe das selber auch schon mehrfach erlebt, gerade auf dem Rennradlenker, der ist jetzt nicht so breit. Da entsteht ein hoher Druck, wenn ich da sehr lange mit einer Handstellung unterwegs bin. Und da kann man jetzt, wenn ich auf einen normalen Trekkingradlenker gehe, kann man die Druckfläche vergrößern, sodass dass die Handfläche entlastet wird, dass auch nicht das Handgelenk so stark abgewinkelt wird und das gesamte System, kann man sagen, besser entlastet wird. Also das ist Punkt 1. Punkt 2 ist der Sattel. 90% aller Radfahrer, die regelmäßig auf dem Fahrrad unterwegs sind, kann man sich mal merken, 90% haben schon mal Probleme beim Sitzen gehabt. Und mir nützt das schönste Fahrrad nichts, mir nützt die schönste Tour nichts, wenn ich nach kurzer Zeit Probleme beim Sitzen habe und nicht mehr in der Lage bin, mich vernünftig auf den Sattel zu sitzen. Und auch da muss man schauen, ist jeder Mensch wieder individuell gebaut. Entscheidend sind die sogenannten Sitzknochen, der Abstand der Sitzknochen. Und im Idealfall sitzt man auf diesen Sitzknochen, sodass sich der Druck optimal verteilt. Und wenn man da einen Sattel findet, wo sozusagen die Sitzknochen perfekt darauf ausgerichtet sind, dann hat man halt diese Probleme nicht. Und da bieten wir halt auch eine Lösung an. Also wer jetzt sich entscheidet im Mai, loszuradeln, loszufahren, der sollte auf jeden Fall auf das Thema Ergonomie mit Acht geben. Genau. Okay. Ich muss leider auf die Zeit immer ein bisschen Acht geben. Ja, und ich muss euch sagen, wir sind leider schon wieder fast am Ende. War noch ein dritter Punkt, weil du gesagt hast, erstens, zweitens, also. Ich habe die Pedale vergessen. Auch da noch ganz kurz gibt es verschiedene Pedalachsenlängen, wo wir gucken können, dass die Fußstellung, also manche Menschen, die neigen den Fuß nach innen oder nach außen zu Kanten und das kann man dann mit entsprechenden Achsen, sage ich mal, ausgleichen, mal ganz grob jetzt runterformuliert. Ja. Also auch da für den dritten Kontaktpunkt, für das Thema Pedale, lässt sich eine Lösung finden. Und deswegen, wenn man da Interesse dran hat oder Bedarf hat, weil man Probleme hat, dann am besten auf zu Little John Bikes und wir finden auf jeden Fall eine Lösung, dass ich keine Probleme mehr oder Schmerzen beim Radfahren habe. Sehr gut. Und im Zweifel geht es dann zur Dr. Melanie Förder.
zur Chirurgin und die guckt dann mal, was man da noch machen kann. Wir haben Sie ja schon aufs Fahrrad bekommen. Sie sagen ja, dass Sie schon regelmäßig fahren. Bitte vielleicht noch ein bisschen mehr aufs Rad, nicht so viel Skifahren wegen den Kreuzbändern und so. Gibt es denn für Sie irgendwelche Ziele, wo Sie sagen, in diesem Jahr so mit dem Fahrrad, auf dem Fahrrad, da hätte ich schon mal irgendwas angepeilt, was mich herausfordert, was mich reizt? Also zuallererst natürlich mehr mit dem Fahrrad entlang der Elbe zur Arbeit. Ja, ne? Also wirklich tatsächlich, das muss man mehr umsetzen. Vielleicht der Oder-Radweg. Das ist toll. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Also es ist wert. Schön. Gut, na dann kommt das ganz oben auf die Agenda. Oder ein heißer Radweg. Am besten gleich bis nach Usedom durch. Ja, da braucht man ein bisschen Zeit, ne? Oder wie lange braucht man noch? Eine Woche braucht man, ja. Wenn Sie so in Görlitz einsteigen, so die Ecke, dann. Meine Tochter hat jetzt die Idee, mit dem Papa nach Berlin zu fahren mit dem Fahrrad. Auch schön. Ja, weiß ich noch nicht, ob da eine gute Strecke vorhanden ist. Ja, das müssen wir mal gucken. Aber ich glaube, es geht auch ganz gut. Ja, ich meine, es geht. Ja, sehr schön. Also bitte dranbleiben. Jan, hast du noch Ziele, größere, weitere? Ja, also mit dem Rad zur Arbeit ist ja heute das Thema. Ja. Ich nehme mir zumindest mal vor, ich wohne ja ein bisschen weiter weg von Dresden. Eine Strecke sind 45 Kilometer, hin und zurück 90. Mhm. Ich habe mir vorgenommen, das 10-mal zu machen, sind 900 Kilometer. Ich denke, das werde ich schon hinkriegen. Zahlt ein bisschen so auf die Trainingsbilanz ein und spart am Ende, wenn man das mal zusammenrechnet, am aktuellen Spritpreis, dann auch ein bisschen Geld. Okay. Also das habe ich mir für dieses Jahr zumindest mal vorgenommen. Guter Vorsatz. Wichtig ist anmelden für die Aktion mit dem Rad zur Arbeit, ja, weil dann kannst du Kilometer machen. Ja. Gibt auch tolle Preise, möchte da auch gerne nochmal für werben. Gibt direkt auch eine Website von der AOK Plus mit dem Rad zur Arbeit. Wenn man das eingibt bei Google, kommt man direkt drauf. Und wäre schön, wenn wir uns da vielleicht in diesem Jahr irgendwo auf dem Weg zur Arbeit begegnen würden. Ich sage ein großes Dankeschön an Dr. Melanie Förder. Hat mich sehr gefreut. Sehr gern. War spannend. Auch. Dankeschön, Jan. Danke und dir auch. Bitte nochmal die Empfehlung. Liked uns, abonniert uns, empfehlt uns bitte weiter. Und gerne auch Kritik oder Hinweise, was auch immer. Schreibt uns, meldet euch. Wir sind gern für euch da und beim nächsten Mal natürlich dann auch wieder hier im Podcast. Genau, das wäre toll. Oder wenn euch ein Thema interessiert, was wir bis jetzt noch nicht mit auf dem Schirm hatten, also gerne auch das schreiben. Wir würden uns über jegliches Feedback freuen, wie André das gerade gesagt hat. Und ansonsten auch meinerseits vielen, vielen Dank an die Runde und an das interessante, sehr interessante Gespräch. War spannend. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Querfeldein. Querfeldein wurde dir präsentiert von Little John Bikes, deinem Dienstrad-Experten.